the batteries. Blue screen! Blue screen of death. What? I'm gonna die. Beep. Oh, heb ik die muziek onderdeel? Ja, goed. Das Ding ist einfach nur verdammt laut. I've got a remote. Everything's overlaid. Fun Fact übrigens, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, war der Screen nur so zu 90% bedeckt. Fun Fact, that was a lot of loading. Hallo, Mr. Gottlos. Ich brauche wirklich nicht sagen, dass der Soundtrack wieder großartig ist. es ist ein Upgrade des ersten Spiels. Oder wie es auf der Verpackung steht, das packende Finale von Persona 4 Arena. Oder was soll man das machen? Ich weiß nicht, du hast es ja auf Englisch. Weil der Kerl wollte ja unbedingt die Fan Edition von Rise Digital haben. Ja, dazu gibt es ein schönes Juness-Shirt, was ich gerade trage. Und einen Satz Tarotkarten, die verdammt groß sind. Und von denen ich nächste Woche hoffentlich das nächste Set kriege. Auch nochmal. Also, wenn es so klappt wie diese Woche, dann ja, ne? Von den Kriegern wollen sie heute anfangen, das zu verschicken. Oh, okay. Das Ganze kommt nämlich aus England. Ja. Das, deswegen, nee. Es hängt davon ab, wie sehr Royal Mail und die Deutsche Post sich abspringen. Und hast du dir schon überlegt, welchen neuen Charakter du als erstes spielen willst? Nein. Ich muss dazu auch sagen, ich habe mir bereits... Das muss natürlich sein, ein bisschen DLC geholt. Welchen werdet ihr gleich sehen? Vielleicht. Welche wissen, was viel für DLC gibt? Ja. Es gibt mega Kostüme lieber. Alle Kostüme zusammen kosten 10 Euro. Was geht ja noch? Ja, das geht. Die sind also nicht Kostüme, das sind Farben. Es sind Farben. Also, das ist ja unwichtig. Ja. Ich will übrigens nochmal beteuern, der japanische Titel war cooler. Das stimmt. Das stimmt. Persona 4 The Ultimax Climax Suplex Hole oder was ähnliches. Ja, irgendwas in der Richtung. Gut, das ist die Musik natürlich. Schade, dass er das Kartenmotiv rauskommt. Ja, das ist schade. Oder fehlt noch ein Charakter? Oh, why did you not unlock Margaret, man? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man sie der Story freischalten. We need Max. Oh, nochmal. Da ist er! Oh, let's talk about murders! Let's talk about murders! Ach ja. Schöne Farbe, oder? What? Es gibt 31 Farben für den Charakter. What? Wozu brauchst du denn noch Farb-DLC? Nee, bei denen kriegst du keinen Farb-DLC. So. Wenn du den Charakter kaufst, kriegst du alle Farben. Ah. Bei den anderen Charakteren, was ist das denn so? Die haben auch wahrscheinlich auch 31 Farben. Und mit dem DLC kannst du dann alle kriegen. Wait, I can fight as Risei? Yes. How did that happen? Phoenix Wright happened as well. Good point. What? Ja, es gibt von hier eine Schattenversion. Von Adachi nicht, weil er keine Schattenversion hat. Überraschung, ist ein laufender Schatten. Spoiler. Spoiler, sagst du beim Spiel, das lange, lange nach der Story von Persona 4 spielt. Es ist schon eine Persona Q, es hat keine Spoiler. Weil es überhaupt nichts damit zu tun hat. Nee. Das Spiel mitten während der Ereignisse der entsprechenden Spiele. Achso. Also es gibt einige Spoiler, aber es ist größtenteils spoilerfrei. So, Mitte des Spiels Spoiler. Oh yes. Du bist sehr pink. Ein bisschen monochrom. Bitte mal Farben ab. Und übrigens auch diese. Ist übrigens auch Teil meines Teams in Persona Q. Natürlich random. Steht momentan aus Yu, Chie,
Junpei, Yukari und Naoto. So, let's suck. Let's see how this game worked again. I push the buttons that make the things happen, right? Yes. Oh, yeah. What the fuck? Oh yeah, I switched to Japanese voices. Boring. One English voice. I feared you. Oh, my God. Ow. Stop it. Was soll das? Au. Let's talk about murder! You murdered me. Yes, good talk. Ow. Ah, so you like all out attack! So I guess you want to move. X und Quadrat gleichzeitig. Und dann zustimmen, glaube ich. So, im Fall, dass es jetzt nicht offensichtlich sein soll, ich hacke weil hauptsächlich auf das Niveau. Oh. Well, boom! Ich hab Maul gekriegt. Sorry, kleine Instinkt. Ja, ich wollte es rausprobieren. Shit! Ich merke, dass jetzt was für einen genialen Titel hat er chillt. Ja, ja, hat er. nö. Ach ja, die Stimmen sind nur während der Kämpfe hier vorne. What's the point? The egocentric police dick. Das ist ein schöner Titel. Ein wunderschöner Titel. Ich wundere mich echt, wie Atmos das durch die SRB gekriegt hat. Das ist bestimmt mehr. Weil wenn das wirklich so mies... Ach ja, es gibt Persona. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass die Version speziell für Europa angepasst haben, oder? Es gibt Persona Box. Was? Persona Box. Persona Box? Box. Money. Ach. Ich hab Box verstanden. Er ist ein Schachtel. Der Song ist übrigens 3 Minuten lang. Sehr schön. Dann wollen wir den Soundtrack nicht mehr schaffen. Während dieser Spielzeit habe ich den Song 5-mal hören können. Okay. Let's go with this. Oh god. Shadows will never ever stop looking creepy. Yes! More pink! Oh god! You want to put some clothes on, Himiko. Hey, it's what was her name? Yukari? No.
about the chick with the panda in her hair and little lychee. Lychee. Oh. Whatever. How are you pronouncing it? Let's go with the fall. I wish you good luck. Und du trittst als Shadow Yukari an. Ja, wir werden mal sehen, ob das irgendwas ändert, außer die Stimme. Ich glaube ja nicht dran. Könnte ja Unlimited Form sein. Weißt du? Nehmen wir mal sehen. Wenn dem so ist, dann lassen wir das. Ja. What? I'm taking a shower. Oh yeah, you remember that scene from Persona 3? I do! The Johnny music does not... What happened? Does not compute, I'd say. I'll shed you! I'm gonna pew you! Reese is cheering himself on. Yep. Okay, welcher von den beiden ist jetzt der Shadow? Broken out of self. Not nice of you. Silence you. No one tells me to shut up. So, nope. Das erste, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, wir werden demnächst wieder sehr viele Videos drehen. Wieso? Ja, das kommt übermorgen raus, Smash Bros. Hello! Nein! Meet and greet with my arrow. Oh god. What is happening? I need it at all. Vielleicht?
Oh, jeez. That is harsh. The shadows are not nice. Jetzt werden wir, was die Shadows vielleicht noch so drauf haben, falls wir die jetzt mal erwähnen werden, werden wir nächste Folge sehen. Bis dann!